Ich grüße euch. In diesem Teil schauen wir uns an, was Zauber- und Feinkarten denn so eine Veränderung im Yu-Gi-Oh!-Spiel bewirken. Und es geht los. Kapitel 5 hat die Monsterkarten erläutert. Dieses Kapitel erläutert nun die Zauber- und Feinkarten. Zauberkarten können normalerweise während deiner Main-Phase aktiviert werden und unterstützen dich mit sogenannten Effekten. Hier sehen wir eine Zauberkarte. Gehirnkontrolle, Effekt, zahle 800 Lebenspunkte, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Übernimm bis zur Endphase die Kontrolle darüber. Zauberkarten haben viele mächtige Effekte wie das Zerstören anderer Karten oder das Stärken deiner Monster. Feinkarten unterstützen dich mit unterschiedlichen Effekten, ähnlich wie Zauberkarten. Der wichtige Unterschied zwischen ihnen ist aber, dass du Feinkarten während des Spielzugs deines Gegners aktivieren kannst. Aber wichtig ist, dass sie vorher eine Runde gesetzt wurden, bevor man die erst in dem Zug des Gegners aktivieren kann. Viele Zauberkarten haben nützlichere Effekte für die Offensive, Feinkarten hingegen geben dir die Möglichkeit, den Gegner zu überraschen, indem seine Angriffe und Strategien gestört werden. Genau wie Monsterkarten haben Zauber- und Feinkarten je einen Kartennamen und Illustration. Auf jeder Karte sind die Bedingungen für ihre Aktivierungen und die davon hervorgerufenen Effekte beschrieben. Lies die Kartenbeschreibung sorgfältig und befolge ihren Anweisungen. Hier bei Gehirnkontrolle habe ich ja schon vorgelesen. Zahle 800 Lebenspunkte, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, übernehme bis zur Endphase die Kontrolle darüber. Je nach Typ der Zauber- oder Feinkarte findest du hier manchmal ein Symbol. Für eine detailliertere Erklärung siehe Kapitel 7. Zauber- und Feinkartentypen. Dieses Kapitel behandelt normale Zauberkarten und normale Feinkarten. Also es gibt wieder, ähnlich wie bei den Monstern, verschiedene Arten von Zauber- und Feinkarten. Das allerdings wird erst in Kapitel 7 erläutert. Hier sind momentan alles nur normale Zauber- und Feinkarten. Hier haben wir einige Zauberkarten. Man kann Zauberkarten von seiner Hand aus aktivieren oder setzen. Also man kann Zauberkarten so spielen, man kann die verdeckt setzen. Also dann sind sie halt hier unten verdeckt. Hier kann ich es leider nicht machen. Und man kann sie aktivieren. Moment, Curry erhöht die Lebenspunkte des gewählten Spielers um 200 Punkte. Okay. Ja, die wird in die Verteidigungsposition, in die Zauber- und Feinkartenzone gesetzt. Hier unten also. Im Gegensatz zu den Monstern werden Zauber- und Feinkarten hier unten gesetzt. Welche Lebenspunkte? Nehmen wir mal die des Gegners. Sollte man eigentlich nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal nur zum Spaß. Gut, was haben wir denn dann noch? Kobolds letzte Rettung. Erhöhe deine Lebenspunkte um 600. Na, die aktivieren wir doch gerne, oder? Na? Achso, sie können die jetzt setzen, okay. Gut, ja, wie gesagt, wenn man eine Karte setzen will, die eine Zauber- oder Feinkarte ist, dann wird die hier unten hingelegt. Zauberkarten kann man auch, nachdem sie gesetzt worden sind, sofort auch aktivieren. Macht allerdings wenig Sinn. Nun behandeln wir, wie man Feinkarten einsetzt. Bevor du eine Feinkarte aktivieren kannst, muss sie erst auf das Spielfeld gesetzt werden. Ach ja, diese Grammatik und Gesetz auch noch groß geschrieben. Super! Du kannst eine Feinkarte nicht in demselben Spielzug aktivieren, in dem du sie gesetzt hast. Aber du kannst sie von dem Zeitpunkt an, an dem dein Gegner seinen nächsten Zug beginnt, jederzeit aktivieren. Gut, dann benutzen wir mal eine Feinkarte. Das sind die lilanen. Hier haben wir eine Fallgrube. Der Effekt ist, aktiviere diese Karte nur, wenn dein Gegner ein Monster mit 1000 oder mehr Angriffspunkte als normal oder Flip-Beschwörung beschwört. Zerstöre das Monster. Testen wir das Ganze mal. Feinkarten muss man immer anfangs verdeckt setzen, man kann die nicht sofort von seiner Hand aktivieren. Es gibt allerdings Karten, die bewirken das, die sind allerdings in dem Spiel verboten. Also muss man Feinkarten in der Regel immer verdeckt setzen.
bevor man die ausspielen kann. So, es ist der Gegner dran, wir können sie jetzt aktivieren, jetzt ist die Falle aktiv. Er spielt einen Angsträuber. Das Monster hat eine ATK von über 1000. Das heißt, wir können jetzt unsere Falle benutzen. Und das Monster wird zerstört. Auf dem Effekt der Falle. Jedes Mal, wenn eine Fallenkarte aktiviert werden kann, wird das Spiel pausiert und eine Dialogbox angezeigt, sodass du keine Sorgen um eine rechtzeitige Aktivierung deiner Fallkarte machen musst. Das ist für das Spiel hier allerdings unrelevant. Wenn ihr das so in der Praxis, also in Real Life spielt, dann müsst ihr eure Falle sofort ausspielen, nachdem der Gegner seinen Zug gemacht hat. Und wenn ihr Anfänger seid, dann könnt ihr den Gegner ja anfangs in eurem Duell bitten, langsam zu spielen, damit ihr Zeit habt, eure Fallenkarten anzuschauen und dann, ja, die möglicherweise da aktivieren könnt. Eine Fallenkarte kann in jedem Spielzug aktiviert werden, außer in dem Spielzug, in dem sie gesetzt wurde. Zauberkarten hingegen können generell nur während deiner Main Phase aktiviert werden, nachdem sie gesetzt wurde. Also Zauberkarten, ne, können nur in den Main Phasen benutzt werden. Es gibt allerdings sogenannte Schnellzauberkarten, die werden allerdings erst in Kapitel 7 erklärt. Also, was für einen Vorteil hat es, eine Zauberkarte zu setzen? Einerseits weiß dein Gegner nicht, welche Karte du gesetzt hast, weshalb du das benutzen kannst, um ihn zu verwirren. Ne, wenn man eine Zauberkarte setzt, dann kann man den Gegner quasi verwirren, indem man den Anschein weckt, dass du vielleicht eine Fallenkarte gesetzt hast. Ja, also der Gegner könnte dann quasi die Zauberkarte mit einer Fallenkarte einschätzen und dann versuchen, die vielleicht zu zerstören. Was allerdings nicht so wichtig für seinen Angriff dann ist. Weiterhin brauchst du bei einem Effekt, der dich zum Ablegen deiner Karte aus deiner Hand zwingt, nicht zu fürchten, eine mächtige Zauberkarte zu verlieren, die du vorher auf das Spielfeld gesetzt hast. Also man kann mit vielen Zauberkarten quasi, die man gesetzt hat, quasi seine Fallenkarten beschützen, wenn der Gegner irgendwie Zauber- oder Fallenkarten hat, die deine Zauber- oder Fallenkarten irgendwie zerstören können. Da kann man quasi die Zauberkarten als eine Art, ja, Köder benutzen oder als Kanonenfutter, wenn man es so will, um seine Fallen zu schützen. Benutze ich allerdings selten diese Strategie. Andererseits gibt es auch Karten, die gesetzte Karten auf dem Spielfeld zerstören können. Also überlege dir gut, wenn du eine Karte setzen möchtest und wann nicht. Das ist unrelevant. Select, ja. Genau wie bei der Beschwörung von Monstern, kannst du auch beim Setzen von Zauber- und Fallenkarten frei wählen, an welchem Ort der Zauber- und Fallenkartenzone du sie platzieren möchtest. Du kannst dies aber auch automatisch erledigen. Ja gut, das ist unrelevant. Also man kann auch seine Zauber- und Fallenkarten setzen, wo man möchte. Hauptsache, sie sind in der Zauber- und Fallenkartenzone und nicht auf der Monsterkartenzone oder auf der Friedhofszone oder auf der Spielfeldzone. Ja, Spielfeldzone, eigentlich kann man Zauberkarten schon setzen, allerdings nur die Spielfeldzauberkarten. Das allerdings erst in Kapitel 7 weiter erläutert. Welche Erläuterung zum Gebrauch einer normalen Zauberkarte ist falsch? Sie kann während deiner Main-Phase aktiviert werden. Sie kann nicht in demselben Spielzug aktiviert werden, in dem sie gesetzt wurde. Sie kann von deiner Hand aus aktiviert werden. Die Lösung ist das hier. Sie kann von deiner Hand aus aktiviert werden. Was? Das ist alles irgendwie so ungrammatikalisch. Dann eben das hier. Dieses Spiel, das nimmt aber alles wörtlich. Natürlich kann man Zauberkarten zuerst setzen und sie dann aktivieren. Wir haben es ja vorhin gesehen. Das ist Blödsinn. Ihr habt es gesehen. Ich habe vorhin eine Zauberkarte erst gesetzt und dann aktiviert. Das geht. So, alles war hier völlig falsch. Welche Erläuterung zum Gebrauch einer normalen Fallenkarte ist falsch? Sie kann von deiner Hand aus aktiviert werden. Sie kann nicht in demselben Spielzug aktiviert werden, in dem sie gesetzt wurde.
Sie kann sogar während des Spielzuges deines Gegners aktiviert werden. Was ist falsch? Die Lösung ist, sie kann von deiner Hand aus aktiviert werden. Das habe ich vorhin erklärt. Man muss Fallenkarten erst setzen, bevor man sie aktivieren kann. Allerdings gibt es natürlich verbotene Karten, die das ermöglichen. Welchen Vorteil hat es, eine Zauberkarte zu setzen? Man kann seinen Gegner verwirren. Man kann sie nicht aktivieren oder vorher. Was? Man kann sie nicht aktivieren, ohne sie vorher zu setzen. Achso. Man muss wenigstens eine Karte pro Spielzug setzen. Die Lösung ist, man kann seinen Gegner dadurch verwirren, indem man den Anschein erweckt, man hätte eine Fallenkarte gesetzt. Okay, das war's auch zum Thema Zauber und Fallenkarten, die Grundlagen. Im nächsten Teil schauen wir uns an, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag, euer Janke LP. Macht's gut und ciao.